Virtual Reality Suit. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, also ist ein bisschen was peinlich, wenn man dann denkt, dass das hier ein Testbereich ist, aber ich meine, vielleicht ist es einer und hat einfach jemand ein Schild draufgeklebt, weil er nicht entfernen wollte. Was weiß ich. Auf jeden Fall ist es irgendwie in der Lore mit drin. Ich habe mich entschieden, nicht in den Garten zu gehen. Ich weiß, könnt ihr gar nicht nachvollziehen, aber... sondern mich erstmal hier umzusehen. Denn den Kram kann man ja hacken und ich kann es nur fast reparieren, von daher... auch wenn es jetzt ein bisschen was schwierig aussieht eigentlich. Zugangssicherheit gestört. Zugangssicherheit gestört. Ja, ja, ja. Aber ich möchte mich nicht jetzt am Anfang schon mit einem Reaver und einem Rumble auseinandersetzen. Das ist wirklich... nicht so hoch auf meiner Agenda. Wir sehen hier nichts. Wie viele Planeten habe ich ja eigentlich? 11. Viel hacken kann ich da heute nicht, juhu. Gut, also es ist jetzt mehr wie ein Glücksspiel, wobei ich fast annehme, dass hier überall nichts drin ist. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, so viel dazu. Gut, jetzt habe ich keinen Neid mehr und muss gegen die Sachen umkämpfen. Was? Wessen Lied ist nicht wessen? Wahrscheinlich über mir. Na super. Alle Anwege sind zu und ich möchte hier hoch, nicht runter. Hier respawnt tatsächlich sehr häufig. Ich habe die Posts gelesen, dass sie mal unendlich oft respawnt sein sollen. Das bin ich froh, dass das behoben wurde. Achso, ich habe gar keine Psi, kann also kein Schild verwenden. Juhu. Naja. Gut, dann heißt wohl einfach durchrennen. Oder auch nicht. Weil ich nicht gespeichert habe. Das möchte ich vorher vielleicht nochmal tun. Old Habits und so. So, also nochmal. Ja, das war Treffer 1. Hi, 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 hi. Und ich komme nicht mal durch. Stimmt's? Ja, stimmt's. Also muss ich die Viecher angreifen, oder was? Da haben wir gerade irgendeine Waffe drin. Ich glaube, viel bringen wird sie mir auch nichts. Ja, jetzt erst recht nicht. Gut. Wirklich, wie soll ich hier weiterkommen? Ingramma. Aha. Bring genau rein. Ja. Meine Toho-Skills. Ladies and Gentlemen, meine Toho-Skills. MP-Gewehr. Gut, bringt mir so ziemlich gar nichts. Okay. Was soll ich sonst tun? Habe ich irgendwie eine Mail nochmal bekommen? Ja, habe ich. Ne, ich sag dir, ich werde die gar nicht übersehen. Ich habe es übersehen. Platz schaffen im Inventar. Hier stehe ich, glaube ich, relativ geschützt. So. Genau, das hatte ich schon. Das ist schlecht, sehr schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Hoffnung haben sollten, das Schiff retten zu können. Wir sollten Überlebende finden und sie sicher auf unser Schiff bringen. Du siehst mich nicht, okay. Du musst versuchen, eine Probe von einer dieser Kreaturen zu bekommen. Einen nichtmenschlichen Teil. Du kannst den Sample-Analyzer verwenden. Ah, okay.
Da ist einer auf der Kranken, in der Krankenstation vom CDEC. Ich kann die Datei, die Daten, nicht Dateien, Daten verwenden, um die internen Sensoren zu rekalibrieren. Und du wirst dann in der Lage sein, diejenigen zu finden, die nicht betroffen sind. Okay. Gut. Hi. Gib mir dein Organ. Wundervoll. Kann ich dich vorher noch analysieren? Okay. Forschung hätte ich mir also wahrscheinlich sparen können, wenn ich die Organe nicht analysieren kann. Weiß man ja nicht. Okay. So, und jetzt? Ah, so macht man das. Okay. Man lässt forschen. Der Sauerstofftank existiert wieder. Darf er nicht. Verboten. Die Scanner finden. Großartig, ich habe die Daten vom Sample Analyzer, vom Probenanalysator, was auch immer. Das Organ scheint eine Leber zu sein. Oder gewesen zu sein. Es ist menschliche DNA enthalten, aber da ist etwas anderes darin. Mit einem sehr eigenen. Mit einem sehr eigenen genetischen Coach. Make-up, keine Ahnung. Genetische Struktur, so. Es scheint, das Organ etwas ziemlich anderes transformiert zu haben. Es ist eine Masse aus Nerven und Synapsen. Fast wie ein primitives Gehirn. Das fremde Nervensystem scheint die gesamte Kreatur zu durchziehen und die Hormone zu kontrollieren, was den Gedankengang lenkt. Es könnte auch Error Receiving Messages, was? Es könnte halt auch Nachrichten auffangen. Und wer weiß woher. Was übrig bleibt, kann nicht mehr menschlich genannt werden. Der Schaden zum Wirt ist unumkehrbar. Er ist effektiv tot, aber bewegt sich noch. Und der Organismus funktioniert jetzt ohne Sinn von Moral oder Widerstand. Jetzt, dass wir die Daten haben, werde ich die internen Sensoren rekonfigurieren, um diese Hybridkreaturen zu ignorieren. Du musst den Scan allerdings selbst starten, von der Konsole auf Deck B im Crewbereich. Du wirst ein Crew Access Card brauchen, um hinzukommen. Gut, und wo krieg ich die her? Du bist immer noch nicht komplett. Hat das jetzt irgendwas getriggert? Liegt hier irgendwo irgendwas rum? Sprich zu uns über die Masken. Doch. Zugangskarte, Zugangskarte. Wo findet man Zugangskarten? Eigentlich ja in den Privatdingern unten. Lass mal kurz, wo war das? War das Deck C, ne? Kurzzeitgedächtnis, Deck B. Deck B ist oben. Über uns also. Gut, und da komme ich jetzt wie hoch? Welche Tür könnte da hinführen? Ist ein bisschen was unfair, wenn du über diese Distanz schießt, meinst du nicht? Hier was drauf? Nö. Kann ich da jetzt vielleicht hoch? Nein, wahrscheinlich nicht, aber versuchen kann man es ja wahrscheinlich mal. Hi. So, du hast nichts Neues. Nö. Keine Zugangskarte.
Hier liegt auch nichts dergleichen rum. Ich hoffe einfach mal, dass die Viecher die nicht droppen. Gut. Okay. Also scheine ich jetzt wohl Lotto spielen zu müssen. Sonst fällt mir gerade nichts ein, wo die Clue-Karte sein könnte. Erstmal runter. Du hattest ja keine. Hier ist nach wie vor zu, obwohl es grün ist. Und der Raum ist schon offen, meine ich doch, oder? Ja. Andere Loks und Notizen und so weiter habe ich auch nicht bekommen, ne? Nein, nein, nein. Okay. Elf. Elf sieht gut aus. Juhu. Reparieren. Wenigstens das geht einfach. Gut, ich hätte vielleicht mehr auf Hecken setzen sollen. Ich glaube fast, ich stelle gleich nochmal nach. Oder ich versuche oben dieses Heckmodul zu finden. Das war, glaube ich, ein Heckmodul, was die Frau da hatte. Oder? Schaden kann es ja nicht. Nur zeitaufwendig sein. Hallo, die Herren. Hexsoftware 3, ja. Das macht's doch schon mal einiges einfacher. Wenn ich das noch überlebe, bin ich glücklich. Juhu. Tschüss. Okay. Heckenversion 3, das dürfte es doch um einiges vereinfachen. Insbesondere mit den zusätzlichen Naniten. Sehr schön. Sehr schön. Gut, hier gab es nichts zu hacken. Ihr seid nicht hackbar, ne? Nein. Gut, wie schwer ist es nun? Hackfähigkeit 7. Okay. Du auch 7? Auch 7. Ja, das schränkt wenigstens die möglichen Ziele ein. Also reg ich mich nicht so sehr darüber auf. Hier spawnt wirklich sehr penetrant oft. Lass euch das gesagt sein. So. 20%, ja. Zugangssicherheit gestört. Zugangssicherheit. Das wirkt doch schon mal besser. Das ist ein 1-Hack-Software. Ja, eben, ist redundant, aber dankeschön. Und zwar hier nix, ne? Nee. Die Raum haben gar keine Lichtschalter. Wird's rauchig irgendwie. Okay. Toll. Überall dran vorbei. Ach, Mensch. Gut, ich glaube, ich gehe gleich keine Risiken mehr ein. Mein Glück ist mir heute echt nicht hold. Zugangssicherheit gestört. Sind hier Naniten drin? Zugangssicherheit gestört. Nein. Oh. Okay, bleibt noch der Raum hier. Whatever. Zugangssicherheit gestört. Zugangssicherheit gestört. Die Räume sind alle leer. Total Zeitverschwendung. Du bist markiert. Vielleicht hätte ich dich zuerst hacken sollen. Logischerweise. Naja. Krieg ich eine Hypo, beschwert mich auch nicht drüber. Zugangssicherheit gestört. Zugangssicherheit gestört. Ah.
Hier sind wir. Okay. Psyamp. Psyamp ist gut. Lock ist auch nicht schlecht. Pendration. Unglaublich, was sie geschafft haben. Um Faulenzer in Arbeiter zu verwandeln. Die arbeiten, bis sie umfallen. Ziemlich wörtlich sogar. Ziemlich unangenehm, sie so zu betrachten allerdings. Also haben sie mich darum gebeten, einige für die Leute auf L5 mitzunehmen. Scheinbar halten sie sich in Stasis nicht gut. Also werde ich jetzt hier 12 Würmer beaufsichtigen. Die Bioröhre ist in the hole. Ja, danke. In the hold. In der Halterung? Keine Ahnung. Ich habe es geschafft, die Kabine direkt über ihn zu bekommen. Also kann ich es unterdrücken. Sollte eigentlich einfach werden. Solange ich die Langeweile weghalten kann. Ich fühle mich den ganzen Tag krank. Der Mediziner denkt, dass es eine Allergie ist. Naja, seine Maschine tut das. Ich bezweifle, dass er irgendwas... dass er ein Allergen von einem Antikörper unterscheiden kann. Wow! Na, jedenfalls gab er mir eine Spritze, die helfen soll, denke ich. Gott, ist das langweilig. In meinem Zimmer zu bleiben, ausgenommen von den kurzen Mahlzeiten, so langweilig. Und ich kann nicht mal schlafen. Okay, das heißt, sie scheint Psionikerin zu sein. Man muss die Würmer so unterdrücken. Okay. Sehr asozial, die arme Frau. Ich fühle diesen Schlafmangel wirklich. Ich sollte eine Woche ohne Schlafprobleme es aushalten. Solange ich meditiere. Aber ich fühle mich einfach so müde. Ich kann meine Augen kaum offen halten. Das ist wirklich schlimm. Ich schlummere immer wieder weg. Und wenn ich aufwache, dann fühle ich immer, dass die Würmer ein klein wenig mehr lebendig geworden sind. Oh Gott, ich muss etwa 3 Stunden geschlafen haben. Die Würmer schreien in meinem Kopf. Ich denke, das ist das Einzige, was mich aufgewacht hat. Aufgeweckt hat. I think that's the only thing? Ja, gut, egal. Ich kann spüren, dass sie mich umbringen wollen. Um frei von mir zu sein. Ich muss sie zurück in die Kontrolle bringen. Und dann wach bleiben. Scheiße. Einer der Würmer ist geflohen. Ich kann es nicht verstehen. Wie konnte er rauskommen? Was passiert, als ich geschlafen habe? Gott verdammt. Ich hoffe, ich verliere es. Not losing it? Ja, ich drehe nicht durch wie der arme Mikey. Okay, ruhig bleiben. Ich muss mich darauf konzentrieren, den Wurm zu finden. Jetzt ist jemand an der Tür. Das ist kein guter Tag. Gut, also. Ich vermute, der Wurm hat sich einen Wirt gefunden und die arme Frau umbringen lassen. Ich bin kein Detektiv. Ich glaube, das ist akkurat. Habe ich eine Mail bekommen? Nein. Okay.
Mal schauen. Ja. Zugangssicherheit gestört. Sehr schön, sehr schön. Zugangssicherheit gestört. Auch nichts von Interesse. Ja gut, aber was mache ich jetzt damit? Ich hab doch keine... Habe ich eine Karte bekommen? Ich glaube nicht, ne? Da. Nö. Gar nichts. Okay, war vielleicht doch hier irgendwas, was ich übersehen habe. Da ist leer. Hier hinten ist auch nichts von Interesse. Nein. Nur Massengewebe. Ich würde gern über dieses Ei hier drüber. Hallo? Habe ich mir jetzt eingesperrt? Ich glaub's fast. Bitte, Ader. Weg. Ja, ja, langsam, langsam, vorsichtig. Ich versuche mich einfach bis zum nächsten Mal hier zu befreien. Bis dahin.